wäre jetzt fast versucht zu sagen, auf Englisch umzuschwenken und sagen, das ist utter Nonsense, was Boris Johnson da geäußert hat. Wir wissen, dass der sehr unterhaltsame frühere Premier immer ein eigenes Verhältnis zur Wahrheit hat. Das ist auch in diesem Fall nicht anders. Dass der Bundeskanzler und diese Bundesregierung mit einer jahrzehntelangen Praxis gebrochen hat in diesem Land, nämlich Waffen in Krisen- und Kriegsgebiete zu liefern. Das hat sie gemacht mit der Rede vom 27. Februar und den Entscheidungen, die sich da angeschlossen haben und in einer Art und Weise, sowohl was den Umfang als auch die Qualität anging, die es bisher so nicht gegeben hat. Und insofern, glaube ich, sprechen die Fakten gegen diese Unterstellung.